Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Nachdem wir in der letzten Folge diesen Psycho-Blub von Cusario bekommen haben, was wohl höchstwahrscheinlich zu Izubatob gehört hat, gehen wir heute wieder zurück zu Bartob und geben ihm seine Flasche. Mal gucken, vielleicht wird der unser neuer Partner. Weil es jetzt auch eigentlich keine so große Überraschung ist, weil wir diese ganzen Sprengwände schon gesehen haben. Nehme aber mal kurz wieder unsere Ratte als Teammitglied, weil die ist einfach schon sehr gut. Nein, der wollte mir ein Item. Ach Mist, ich drücke einfach viel zu schnell. So. Geblockt. Der teilt sich. Das ist kein Problem für mich. Und dann machen wir mal so. Teilt sich ja schon wieder. Kann sich ja nur um Jahre handeln. Aua. Ja, heil du dich mal. Habe ich kein Problem mit. Immer kriege ich jetzt 10 Erfahrungspunkte. Bei einem Kampf. Kann man das nochmal machen? Wir reden nicht drüber. Ich wollte eigentlich nicht nochmal kämpfen, aber okay. Okay, machen wir mal Erdbeben. Nein, nein, der hat auch einen Pilz auf. Was mache ich? Oh Mann. Ich mache alles falsch. Nein, voll daneben. So, und jetzt noch die Schelle. Boah, was kannst du eigentlich? Mario, was kannst du eigentlich? Und das ist gut.
mehr Erfahrungspunkte. Damit kann ich leben. Mist. Fast ein Drittel des Level-Ups. Verdienste nehme ich natürlich mit. Ja, was ist los mit mir? Erst bei Captain Todd falle ich heute runter und jetzt hier. Nicht so prickelnd, ne? Hier ist dein Psycho-Blub. Oh, dieser Duft. Hast du es mir etwa tatsächlich gebracht? Oh, dieser Geschmack. Ich explodiere vor Glück. Als hätten die Meeresgötter selbst meinen letzten Wunsch erfüllen wollen. So still, so friedlich. Danke für alles, Mario. Und im Himmel wartet meine Scarlett auf mich. Adieu. Du Mario... Dieser Bartomp, ich glaube, er schläft. Und ich dachte, er wäre nicht mal auf dieser... sagen wir, im Becken, ja? Au, oh, was zum Teufel, Piraten? Oh, wir müssen... Aber wo sind sie denn? Der gute alte Bartomp, noch ganz verschlafen. Hm? Aber das ist doch Mario, bist du auch gestorben? Gestorben wird später, wir sind alle noch am Leben. Was, also bin ich nicht tot? Ach ja, ich erinnere mich. Mario, wir sind noch lange nicht am Ziel. Schätze, ich werde mich dir anschließen. Schätze, meine exklusive Kraft wird dir noch gute Dinge leisten. Bartomp gehört nun zum Team. Bartomp hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, geht er in ein paar Schritten und explodiert dann. Bei Explosionen kannst du rissige Wände um Felsen sprengen oder Schalter drücken. Drücke X, um Bartomp zu werfen und den rissigen Fels mit einer Explosion zu zerstören. Wenn du gut zielst, kannst du ihn auch auf höhere Plattformen werfen. Wirf Bartomp auf dem hohen Vorsprung, um den Schalter zu aktivieren. Beachte außerdem, dass du ihn durch erneutes Drücken vor X sofort explodieren lassen kannst. Das Küchen. Im Kampf sprengt der Gegner auf den Boden mit der Bombe. Oder wirft mit Zeitbomben, die am Ende der nächsten Runde hochgehen. Okay. Dann. Ist hier zum Beispiel schon was? Nö.
Meiner Meinung nach sieht das Felsen aus wie ein Schädel und da ist eine Aussparung für irgendwas. Ich bin sicher, dass ich schon mal sowas gesehen habe, das da reinpassen würde. Aber was war das nur? Ich weiß schon. Heim brauchen wir uns aktuell nicht. Es ist ja das Gute dran. Aber eine Abkürzung wäre praktisch. Ich nehme alle Erfahrungspunkte mit, die gehen. So, du kannst erstmal hier den hier wegmachen. Wo er sich tausendmal paart. Halte A gedrückt, bis aufleuchtet. Okay. 4 Schaden, das ist nett. Und dann nochmal die Bombe. Jetzt hat sie mit der Blume. Weg mit dir. Oh Mist. Voll vermasselt. Ach Mensch. Alter. Alter. Immer ja nicht hier. Ich glaube, ich kann mich gleich doch reingehen. Ich finde, so eine Explosion sollte eigentlich... Alter, ich habe doch gedrückt. Heute ist nicht mein Tag. Muss ich gleich wirklich mal reingehen. Das riskiere ich sogar. Sternenfit. Aber nicht auch nochmal, weil ich kriege. Mann. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, meine Fresse. Was ist los mit ihr? Rage Mode activated. Noch nicht. Komm, machen wir mal Zeitbombe. Ich schlafe jetzt. Dankeschön für nichts. Ich glaube, Mario wird sterben. Ich kann nicht mal blocken.
Ach, das ist gut. Nochmal sterben wird. Wird mir langsam echt zu brenzlig. So, ein bisschen Heilung ist gut. Yay. Aus dem 40 die Sterne hast du sehr schnell wieder voll, von daher. Ich spring eh nie den Gegner rein. Siehst du, ist gleich eh wieder voll. Ich springe auch einfach fast nie in den Gegner hier rein. So, dann einmal die Bombe. Gott, die Hälfte meiner Zuschauer sind weg. Ich habe gedrückt. Am Manges Kinder. Na, gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Ja, aber nicht für Mario. Hälfte der Folge und ich habe schon fast ein Level ab. Oh, mehr Münzen. Also gut, das würde ich mir definitiv in der Heilung gönnen. Ich habe sogar einen Hotelgutschein. Wie wunderbar, Bartorb, mein Guter, du bist wieder da. Wir haben uns alle riesige Sorgen gemacht, vor allem natürlich ich selbst. Als Befehlshaber muss ich doch das Wohl meiner Leute im Auge haben. Zugegeben, unsere Lage ist im Moment sehr kritisch. Wir wissen nicht, was uns jenseits des Lagers erwartet. Wir wissen auch nicht, wie wir nach Rohlingen heimkehren sollen. Aber gerade jetzt können alle mit anfassen und mit vereinten Kräften. Kerl, du redest zu viel. Respektiere mich hier eigentlich niemand? Übrigens, Mario, wegen diesem Sternjuwel, das du so suchst, ne? Tief im Dschungel gibt es diesen Felsen. Sieht aus wie ein Schädel. Und ich als legendärer Seebär habe so ein Gefühl, dieser Felsen, er stinkt. Der alte Bambom. Stinken? Liegst du da nicht etwas daneben? Was war denn das? Also ich wollte sagen, Schädelfelsen sind immer verdächtig. Das riecht nach einem Schatz. Das wissen ja auch alle ohne deine Ausführung, Matrose. Ich wette, hinter diesem Schädelfelsen finden wir den gesuchten Schatz. Ich selbst bin natürlich hier und bewache das Lager. Also Mario, ich fürchte, ich muss dich noch einmal bemühen.
Einen Moment, Cosario. Du willst den Schatz? Dann komm gefälligst mit. Aber Bartomp, ich sagte doch schon, ich muss. Also gut. Wir brauchen eine faire Entscheidung. Also Männer, in Ordnung, wenn ich zum Schädelfelsen mitgehe. In Ordnung, bravo, viel Glück, sehr gut. Es steht also fest, Cosario. Bereit? Ja. Cosario schließt sich für eine Weile die an. Och nö. Ich dachte, ich kriege von dem einfach nur einen Schädel. Kann er auch im Kampf kämpfen? Ich meine, das kann man schnell herausfinden. Und auch nicht, weil die Gegner einfach gefühlt despawned sind. Nö, der kämpft nicht mit. So, dann tausche ich dich jetzt mal. Andererseits. Mach mal jetzt nochmal die Zeitbombe. Oh, ich hab voll vermasselt. Mann, ich wollte doch kontern. Machen wir mal. Verteidigung. Mann, warum kann ich das nicht kontern? Mann, ich versuche doch zu kontern, du. Oh, ich krieg die Krise. Ich geh gleich drauf, ne? Ich bin auf ihn drauf gesprungen, nicht dran. Aua. Das ist ein bisschen weh. Ich gehe gleich drauf, ne? Yay. Komm noch leben. Die geben auch alle einfach kein Leben. Ich fasse es nicht. Und was machst du? Klaus, mir meine Blumenpunkte.
Oh, aber Level Up kommt das sehr schnell, du. Nicht so unterlevelt. Nehme ich aber mal mit. Hey, was soll das denn? Hier geht es nicht weiter. Oder ist da etwa der Schädelfelsen, den wir gesucht haben? Tatsächlich, ich betrete Geheimnisse und Abenteuer. Also los, löst das Rätsel. Mit roten Augen starrte der Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, 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 rot wie ein Rubin. Bei Europa fiel mir dreimal auf den Steiß, Blaubart ausschlug beim viermal, ach egal. Und dann ein lauter Knall, Bom-Boms sind überall. Was denn, ich versuche nur mich bei Laune zu halten, Angst wieso ich? Ich weiß aber nicht, was dieses Lied eigentlich bedeuten soll. Und Mario, vielleicht sollten wir dieses Ding von Kusai und diese Mulde tun. Was? Ich habe etwas, das ich dir leihen soll? Aber was soll ich dir schon leihen? Sag es einfach frei heraus. Was? Das Schädeljuwel willst du haben? Unbedingt? Dieser Stein ist ein Erbstück meiner Familie. Aber gut, ich bin reich und alle wissen, ich bin großzügig. Aber der Stein ist nur geliehen. Nicht geschenkt, klar? Den bekomme ich wieder. Ein Schädeljuwel. Erbstück von Cusario. Für das doch im Schädelfelsen. Ich denke, ich muss sie gleichzeitig so irgendwie so aktivieren. Ach, du liebst ein bisschen. Dann machen wir doch mal den Eisschlag hier. Endlich haben wir auch mal einen Partner, der auch zuschlägt. Ach Mann, ich weiß nie, wann ich hier blocken soll. Und dann einmal die Bombe. Oh, nice. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will.
So. Wunderschön. Warte, ich glaube, ich habe so eine Idee. Zwei. Oh Mist. Das sei gut, um Erfahrungspunkte zu haben. Hat ja wunderbar funktioniert. So, und jetzt nochmal den Hammer. Ich sehe da nur Bomben. Heilung wäre mir ein bisschen lieber, aber okay. Okay. Dreimal. Eins, zwei, drei. Ich habe doch dreimal gemacht. Ey, das Spiel nervt. Ich hab auch dreimal gedrückt. Dann muss ich zuerst den blauen machen. Naja, ein bisschen Erfahrungspunkte kann ich schaden. Jetzt bitte doppelte Erfahrungspunkte für ein Level ab. Nein, okay. Entschuldigung.
Na gut, ich werde jetzt aber an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, Tüdelü.